Wir spielen Oxygen Not Included live auf Twitch bei Pepis Welt. Hallo zusammen, weiter geht's. Nächste Folge ist am Start. Los geht's. Ja, mein Goldvulkan hat nicht so ganz funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. Er bricht das nächste Mal aus in 90 Sekunden. Das heißt, wir schauen jetzt nicht ganz 90 Sekunden zu, denn es läuft ja auf schnellere Geschwindigkeit. Jetzt habe ich hier Wärmetauschplatten reingemacht. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Die Wärmetauschplatte hat nämlich 68 Grad da hinten und die soll ja jetzt die Hitze vom Gold weitergeben. Also, gleich ist es soweit. Fünf. So, jetzt kommt die Wärmetauschplatte, wird heiß wie Sau. Die auch. Die jetzt auch. Die nimmt auch an Hitze zu, aber noch nicht genügend. Die kühlt sich schon wieder ab. Okay, die gibt die Hitze weiter. Ich habe hier Magnetit mit 600 Grad, Gold mit 800 Grad. Aber diese Wärmetauschplatte. Wo ist die andere? Die ist geschmolzen. Okay. Also die Wärmetauschplatte, die ich direkt hinter den Vulkan gesetzt habe, die ist geschmolzen. Okay, jetzt muss ich kurz firmen. Ich meine, diese Energie in Form von Hitze, wie kriege ich die am dümmsten über diese Metallziegel transportiert? Ich meine, dass die Wärmeplatte hier nur, also sie schon wieder abkühlt und bei 80 Grad sind, das halte ich, das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch. Denn hier liegt Gold drauf, das 600 Grad hat und Magnetit, das 600 Grad hat. Warum nimmt die Wärmetauschplatte diese Hitze nicht auf? Das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Also das Neutronium gibt auf jeden Fall die Hitze nicht weiter. So viel haben wir schon mal gelernt. Ich meine, hier ist es bombenwarm natürlich. Jetzt ist es über 100 Grad an manchen Stellen. In diesem heißen Gold. Warum wird jetzt diese Wärmetauschplatte zum Beispiel nicht heiß genug? Sie war gerade eben heiß genug. Die da hinten, die ist mir geschmolzen. Weil es hier zu heiß geworden ist. Die hat 80, 77. Da liegt Blei drin, okay. 73 Grad. Diese Metallziegel haben hier 80 Grad. Safti verhungert? Na, Safti ist auf dem Klo. Selber schuld, soll er doch was essen gehen. Das ist halt das Problem, wenn man sich manche Tutorials nicht anguckt, sondern die Sachen versucht selbst zu lösen. Dann kommt sowas dabei raus und es funktioniert am Ende nicht. Jetzt muss ich echt hirnen, wie ich das hinbekomme. Jetzt gehe ich erstmal kurz in die Sternenkarte rein. 1,3 Zyklen, weil den möchte ich ja natürlich nicht nochmal zum interstellaren Eis schicken, den möchte ich eins höher schicken. Wie kann ich die Hitze umleiten? Wer kann mir helfen? Jetzt bricht er gleich wieder aus. In 50 Sekunden natürlich. Wie kann ich die Hitze abfangen? Ich meine, was ich natürlich machen könnte, ich könnte das gesamte Becken hier erweitern.
inklusive des Vulkans. Dann könnte sich das Wasser direkt am Gold aufheizen. Das ist aber so ziemlich das Einzige. Aber das würde ja wiederum... Na, hier tropft sogar Gold nach unten. Das heißt, hier liegt auch Gold, ja. Bringt aber nicht so viel. Wenn ich das jetzt angenommen, ich baue das mit ein, dann müssen ja meine Dubs, um das Gold abzuholen, jedes Mal in diesen Dampfraum rein. Das ist echt, ich weiß, ich verbringe jetzt hier schon sehr viel Zeit. Aber ich... Ihr sollt schon live miterleben, dass ich manchmal einfach ratlos bin und nicht weiß, was ich machen soll. Ich glaube, ich muss mal einen Schluck Tee trinken. Mal einen Schluck Tee. Hab schon so viel gelabert heute. Tag über. Meine Stimmbänder ein bisschen regenerieren über den Tee. Ich weiß, die Stimmbänder, die werden jetzt nicht direkt vom Tee erwischt. Aber der Glaube zählt. Ja, also jetzt nochmal, also ich bin wirklich, von dieser Wärmetauschplatte bin ich enttäuscht. Warum nimmt die Hitze nicht auf? Weil die Hitze von diesem isolierten Ziegel aufnimmt. Nein. Meine Wärmeleitfähigkeit ist geil. Okay, der Schmelzpunkt, ja. Ja, das war ein bisschen blöd. Ich dachte, wenn das so im Hintergrund ist, dann macht das nichts aus. Also ich komme jetzt momentan nicht drauf. Ich könnte jetzt hier nochmal 20 Minuten verbringen. Aber jetzt momentan fällt es mir gerade einfach nicht ein. Ich muss mal kurz meine Gedanken neu sortieren, indem ich einfach ein bisschen auf der Karte umher switche und hier vielleicht zum Beispiel noch ein bisschen erforsche. Hier können wir hier oben noch lang laufen. Druck ist schon wieder fertig. Habe ich jetzt... So viele Zyklen dort schon verbracht. Oh, verfügbar 700.999. Okay, es sind dann wohl doch nur 700,999. Aber da brauchen wir dann wohl keine neue. Komme ich hier irgendwie oben lang? Also hier ist der Rand, glaube ich, richtig? Ja, hier ist das Neutronium, hier ist der Rand. Das heißt, hier gibt es nicht mehr ganz so viel zu erforschen. Also hier wird sich nichts mehr verstecken. Also ich meine, theoretisch natürlich möglich, aber praktisch nahezu unmöglich. Das müsste ja genau hier sein. Das heißt, hier könnte noch was sein. Wie komme ich da hin? Ich bin ja schon hier. Ich habe mich schon bis hier hingegraben. Na dann, gehen wir mal mit einer Leiter. Da komm schon. Stückle nach unten. Schon wieder Safti? Nein. Graben. Gehen wir mal hier rüber. Und von hier gehen wir ein Stückle nach unten. Aber eins war da drüben. Wobei hier ist überall Sand. Hier muss ich jetzt aufpassen. Wobei, da brauche ich keine Leiter für sowas. Kann ich mich einfach runtergraben. So. Dann schaue ich mal, was es hier so alles gibt. Dann könnte ich den Bereich hier noch freilegen. Wie es hier aussieht, da muss ich mir noch Gedanken machen. So tief komme ich wahrscheinlich von oben nicht runter. Aber zumindest den Bereich kann ich dann noch freilegen und schauen, was es da so alles gibt. Vielleicht finden wir noch einen schönen Schlot. Ah, hier ist der andere Vulkan. Ich wusste doch, ich habe zwei gefunden. Hier ist der andere. Okay. Neuer Anlauf hier unten oder ist schon die Rakete zurück? Oh, die ist schon zurück. Dann geh schnell nach oben. Planeten.
Dann müssen wir das Oxylit erhöhen. Ich erhöhe das Oxylit mal um 200. Und schau mal, wie weit wir kommen mit 1200 Oxylit. Also 1000, haben wir jetzt schon 1100 drin, tatsächlich. Aber jetzt kommt natürlich passenderweise die zweite Rakete schon zurück. Jetzt wird es ein bisschen dauern. Okay, mit 1100 komme ich 4190 Kilo, 40.190. Schaut mal, wie weit ich mit diesen 100 bekomme. Ich gehe aber jetzt hier einfach auf Prio 7. Dann machen sie das als erstes. Was haben wir denn alles hier an Deko rumstehen? Eine Plasmalampe. Dann haben wir den Tornadofelsen, zwei Stethoskope, in Salz am Ziegel. Was haben wir hier? Eiförmigen Felsen zweimal. Eine Magmalampe. Moldavit. Biolumensierender Fels. Was haben wir noch? Okay, das Rest ist Regolith und der ganze Scheiß. So, 1200. Okay. Wie weit komme ich mit 1200? Auf jeden Fall nicht weit genug. Ich habe 3000 Kilometer dazu gewonnen. Das ist jetzt leider nicht bombenviel. Ich gehe mal auf 1400. Also mehr wie 1800 geht nicht, weil ich habe ja nur so viel Oxylit drin. Oxylit, Petroleum. Petroleum habe ich 1900 Liter an Bord. 1800, sage mal, was ist denn gerade los? Bisschen mehr Konzentration. Das heißt mehr wie 1800. Hä? Ich hatte das doch gerade auf 1400 eingestellt. So. Bin ich passenderweise wieder zum Wechsel. Okay, jetzt hat es umgestellt. Okay. Und sollen sie das mal liefern. So, während wir da drauf warten, kann ich mir jetzt nochmal überlegen, wie das, den blöden Vulkan, wie ich das da unten lösen kann. Wie ich die Hitze von dem Gold ableiten kann. Immer nach unten. Muss was probieren. Aber das hier ärgert mich immer noch. Also was mich auch... das ärgert mich jetzt nicht, sondern das verwundert mich nur stark. Also die Metallziegel nehmen hier gerade Hitze auf. Vielleicht kann ich das so über, auf die Metallziegel übertragen. Hier ist Wasser. Also gefühlt ist hier Wasser reingekommen. Ich weiß zwar nicht woher, aber... jetzt verbrühen sie sich hier wieder. Ich werde von hier unten eine Leiter wieder nach oben bauen. Ach, jetzt... Ja, die sammeln natürlich auch dieses glühend heiße Gold jedes Mal ein. Die sind halt aber auch ein bisschen bescheuert. So, irgendeiner stirbt mir hier gleich wieder. Catalina. Die stirbt. Die ist gleich tot. Unglaublich. Die Catalina ist echt gleich tot. Dann soll die... Bitte sofort hier rein. Ja, hier bitte. Wie viel hatten die noch? Podcast noch 36, 13. Ach, dass die sich immer selbst. Dass die immer so einen Hang zum Selbstmord haben. Ist unglaublich. Oh, hallo. Dankeschön. Für dein Follow. Okay, wenn jetzt die hier fertig ist, Catalina, dann muss ich direkt danach einen Brotkasten reinschicken, denn der taumelt auch schon durch die Basis. So, zurück zum Vulkan, wo sie sich jetzt getötet haben. Okay, die Wärmetauschplatte ist es schön heiß, die aber jetzt auch.
die auch. Und die ist auch schön heiß. Der Metallziegel wird auch warm. Es entsteht Dampf. Also ich bin zumindest mal auf dem richtigen Weg. Das bin ich schon mal. Aber der Dampf ist noch nicht heiß genug. Jetzt ist schon wieder die Frage, wieso? Wieso ist diese Wärmetauschplatte jetzt schon wieder auf unter 100 Grad gefallen, obwohl das Neutronium hier 600 Grad heiß ist? Weil die Umgebungstemperatur von hier mitnimmt. Vermutlich deshalb. Ist doch kacke. Ist doch echt kacke. Irgendeiner eine Idee, wie ich das sinnvoller hinbekomme? Also am Ende sollen ja die Metallziegel die Hitze aufnehmen und die Hitze dann auch ans Wasser abgeben. Ich meine, es funktioniert ja ein Stück weit, weil die Metallziegel hier jetzt schon alle nahe 90 und teilweise über 90 Grad haben. Aber die sollen natürlich, die können 1000 Grad haben, die sollen natürlich 150, 160 Grad haben. Wie kriege ich das am dümmsten hin? Okay, neuer Versuch. Währenddessen gehen wir mal kurz zur Rakete nach oben. Kommandomodul. Sternenkarte 50.984. Das sieht doch ganz gut aus. Aber Ziel festlegen. Hallo? Ja, hier hin? Oder kann ich den nicht erforschen? Okay, er lockt es nicht ein. Kann ich diesen zerstörten Planeten nicht weiter erforschen? Ein starkes Eindämmungsfeld verhindert, dass unsere Raketen an die Oberfläche gelangen. Okay. Das heißt, ich kann da nicht hinfliegen. Oder gibt es irgendwann später im Spiel mal die Möglichkeit? Also wenn mir da jemand einen Tipp hat, ich wäre tatsächlich dankbar dafür. Also schreibt es mir entweder jetzt im Chat oder später bei YouTube gerne in die Kommentare. Kann ich mit dem zerstörten Planeten überhaupt was anfangen oder ist das einfach ein Ding, das man nicht gebrauchen kann? Dann fliege ich jetzt einfach zur organischen Masse rüber. Und lasse den Planeten mal liegen. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass ich den erforsche, aber ich habe jetzt sowieso ein bisschen zu viel drin. Das heißt, ich gehe mal auf 1380 runter. Okay. Jetzt ist es zu spät. Aber 1400 brauche ich nicht ganz. Oh. Ganz vergessen zu bauen. Warum ist denn hier kein Stromkabel mehr verbunden? Habe ich das irgendwann mal aus Versehen demontiert? Scheint so. Wahrscheinlich, wo das Ding kaputt war, habe ich es aus Versehen mit demontiert. Dann sollen sie es jetzt auf jeden Fall wieder bauen. Okay. Die Rakete ist jetzt unterwegs. Die ist wahrscheinlich sehr lang jetzt. 50.000er Linie. Oh, ja, 13,6 Zyklen ist jetzt unterwegs. Aber das würde mich schon interessieren. Ich meine, es steht natürlich hier 0 dran und dieses Ding hier. Aber die müssen ja auch nicht an die Oberfläche. Die können doch auch mal die Atmosphäre erforschen. Hier gibt's. Ich meine, das Ding muss ja irgendeinen Nutzen haben. Also gehe ich einfach mal stark von aus. Denn ansonsten wäre das ja so ein totes Objekt im Spiel, wo man einfach nichts mitmachen kann. Ich vermute, dass man damit was machen kann, aber wahrscheinlich wieder irgendwas braucht, um es damit zu machen. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Okay. Mal kurz eine Notiz machen. So.
Okay. Dann schauen wir mal, das ist immer noch das Gleiche. Ja, alles klar. Dann gehen wir wieder zurück zu unserem altbekannten Problem. So, jetzt wird er gleich wieder ausbrechen. Nur wenn er ausbricht, kriegen die Wärmetauschplatten Hitze ab. So, der Metallziegel wird jetzt heiß. Der auch, der auch. Ja, jetzt hat er 200 Grad, aber der verliert halt seine Hitze auch so brutal schnell wieder. Ich meine, es entsteht der Dampf, wie man sieht, aber der Dampf ist nicht heiß genug. Der muss ja über 150 Grad haben, damit die Dampfturbinen anspringen. Ach, was mache ich nur falsch? Mann, 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 was mache ich nur falsch? Logisch denken. Physik war ich früher gut, in Chemie war ich nicht ganz so gut. Problem ist, es ist eine Mischung aus beidem. Ich schaue mal den Drucker so lang vorbei. Ein Pip, den nehmen wir. Wie bekomme ich die Hitze da abgeleitet? Vor allem, wie komme ich sie auch dort gespeichert? Habe ich das falsche Material für die Metallziegel ausgewählt? Ich meine, Gold ist thermisch reaktiv. Und die kühlen sich schnell ab. Vielleicht muss ich Kupfer nehmen. Wie schaut es mit Eisen aus? Eisen und Kupfer geben sich nicht viel. Stahl auch nicht. Vielleicht habe ich sie aus dem falschen Material gebaut. Weil ich meine, gut, Gold wird schnell heiß, aber kühlt auch sehr schnell wieder aus. Das heißt, ich baue sie jetzt einmal mal mit Kupfer drüber. Kupfer speichert die Wärme länger. Vielleicht ist das der Fehler gewesen. Es wird mir nur das Wasser hier unten abhauen. Das heißt, ich werde hier irgendwie Wasser reinleiten müssen. Ja, und Leute werden sich hier kolossal verbrühen. Apropos verbrühen. Wollte doch sobald die gesund ist, einen Brotkasten reinschicken, weil der nämlich schon wieder halbtot ist. Oh Mann. Oh nein. Bunny. Verdammt. Geht's der? Irgendeiner muss jetzt Bunny abholen. Bunny 0, Kamel 44. Ach, das ist wieder so auf der einen Seite dumm von mir, aber auf der anderen Seite, ach, was soll ich sagen? Es muss gebaut werden. Muss jetzt hier Brotkasten sofort raus, Bunny da rein. So, Bio 9. Hol den bitte sofort da oben raus. Hallo? Ist ja schön, dass sie hier fertig baut. Ihr sollt den da rausholen. Super. Na super, jetzt ist. Oh. Ja. Hätte er den nicht 3 Sekunden früher rausholen können? Habe ich schon wieder einen Trauerfall. Warum nur? Warum nur?
War ich da jetzt selber dran schuld? Ich würde fast behaupten, nein. Es ist nämlich immer gut, die Schuld auf andere zu schieben. Oder meint ihr nicht ja auch? Okay. Was konnte Bunny denn? Jetzt bin ich wieder gefasst. So. Halt, Fertigkeiten war es. Schweres Graben, super schweres Graben, Schutzanzug und verbesserte Tragfähigkeit. Okay, das war jetzt nicht so mega viel, aber das bedeutet, ich brauche einen neuen Gräber. Ach, verdammt. Und ich brauche hier unten noch ein Grab. Neuen Gräber brauche ich. Dann kann ich jetzt hier. Wer ist denn am schlimmsten dran? Amil 44. Ja, Kamel. Okay, dann darf der Kamel ran. Ach man, das ärgert mich jetzt. Das ist so dumm gewesen eigentlich insgesamt. Gut, vielleicht war ich ja auch zumindest, aber allerhöchstens so viel selber dran schuld. Ansonsten waren sie doch selber schuld. Ich meine, okay, ich habe den Bauauftrag erteilt, ja. Meine Dubs, die sind ja hörig, tun ja, was man ihnen sagt. Deswegen laufen die da auch rein. Aber die hätten doch rechtzeitig rausgehen können. Ach Mann. So, jetzt bricht er dann demnächst wieder aus. Okay, das Problem an diesen Wärmetauschplatten ist jetzt tatsächlich, also bin ich mir recht sicher, dass die ja immer die Umgebungstemperatur aufnehmen und nicht das Höchste aufnehmen, sondern halt das, was daneben ist. Deswegen hat die auch nur 86 Grad, weil nämlich hier 87 Grad sind. Und nimmt nicht das vom Gold auf. Das mittlerweile auch nur noch 114 Grad hat, aber das Magnetit ist noch heiß. So, jetzt der Metallziegel steigt, steigt, steigt. Ist auf 100. 120, okay. Der ist auch bei über 100. Es entsteht wieder Wasserdampf. Aber selbst der Kupferziegel verliert so unheimlich schnell wieder seine Energie. Also ich habe in dieser Konstruktion definitiv einen Denkfehler. Bin ich mir sicher? Ich weiß nur spontan nicht, welcher Denkfehler da dran ist. Oh, wir haben einen schicken Anzug übrig. Bunny ist tot. Wir sind alle tot, oder? Nee. Safti, Safti bekommt noch einen schönen Anzug. Muss ich das eventuell unten isolieren? Ist das vielleicht der Fehler ist? Ach man, ich verbringe fast die komplette Folge hier bei einem blöden Vulkan und habe erst keine Lösung gefunden. Ja, wie gesagt, wenn ihr wirklich, wenn ihr Tipps habt, nicht nur zum normalen Vulkan, sondern auch hierzu, schreibt es mir gerne in den Chat oder in die Kommentare bei YouTube. Warum verliert dieser Metallziegel so schnell an Hitze? Der soll ja heiß sein. Weil das Neutronium scheint die Hitze nicht unmittelbar weiterzugeben. Es ist ja heiß wie Sau. Moment. Nächster Versuch. Wärmetauschplatte zerlegen. Ich zerlege die mal komplett hier. Ja, die immer. Gehen wir den Befehl, weil die Leiter soll auch weg. Die sollen hier gar nicht mehr groß hoch. Und dann versuche ich mal direkt hier ein Metallziegel zu setzen. Vielleicht ist das genau dieser Punkt.
mit dem ich es hinbekomme. Wie schaut es denn oben mit unseren Raketen aus? Okay, dauert noch ein bisschen, bis vollgetankt ist. Wie lange ist die schon unterwegs? Sie braucht noch etwas. Gut, der Strom läuft wenigstens wieder. Da oben war was kaputt, habe ich gerade gesehen. Im Augenwinkel noch mitbekommen. Ein Minenroboter ist kaputt gegangen. Da muss ich den auch zerlegen und neu bauen. Sonst ist hier aber alles noch, ja, sonst funktioniert alles noch. Oh, Brotkasten, ja, ja. Du hattest dich doch schon erholt, also schnell wieder rüber ins Krankenbett. Kannst hier gerade nochmal reinliegen. Hat dir ja scheinbar gut gefallen. So, okay, jetzt haben sie das wenigstens erledigt. Das mache ich noch zum guter Letzt. Brauche ich jetzt nur die beiden Ziegel. So, dann kann der die Energie direkt hier abnehmen und kann sie direkt auf die anderen Metallziegel übertragen. In Hoffnung, dass das auch soweit funktioniert. Die sind nämlich jetzt mittlerweile auf 85 Grad schon abgekühlt. Eventuell muss ich die tatsächlich isolieren, damit die von der Umgebungstemperatur nicht immer abgekühlt werden. Ist eigentlich lustig, dass ich bei 80 Grad von Abkühlen sprechen muss, aber... So, Catalina ist hoffentlich hoch genug, um sie nicht weiter zu verbrühen. Doch, sie verbrüht sich weiter. Okay. Erhitzt sich. Erhitzt sich sehr stark. Kühlt sich aber auch sehr schnell wieder ab. Hier drüben wird es bis auf 90. Der Dampf hat 105 Grad, ist noch nicht heiß genug. Es kühlt sich wieder ab. Ich vermute, ich muss es noch abisolieren. Vielleicht funktioniert es dann. Ich meine, ich werde es probieren. Allerdings sind wir jetzt hier am Ende der Folge. Das machen wir direkt in der nächsten Folge weiter. Denn das kann ich so nicht stehen lassen. Auch wenn ich hier sehr viel Zeit damit verbringe, aber das Problem möchte ich lösen. Also, danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.